Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es eine weitere Episode vom FIFA Talk und zwar gibt es heute eine XXL Episode, also sozusagen ein kleines Special und zwar habe ich heute wirklich sehr, sehr viele und sehr, sehr interessante Themen für euch vorbereitet und falls ihr öfter FIFA Talk sehen wollt, das heißt, da reden wir so über aktuelle Themen rund um FIFA 18, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich extrem freuen und auch natürlich unterstützen, Freunde. Der Link zum Merchandise ist natürlich auch ganz oben in der Videobeschreibung drinnen. Ich selbst bin leider jetzt gerade noch ein bisschen cranky, also ich bin ein bisschen verschnupft, habe gestern ein bisschen Fieber gehabt und so, aber ich nehme jetzt trotzdem mal das ganze Ding hier für euch auf und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein ins allererste Thema. So, das erste Thema ist gleich mal was sehr, sehr, ja, Special-mäßiges und zwar ist das was ganz, ganz Neues in FIFA und zwar wird es ab jetzt Strafen für Inaktivität in FIFA 18 geben. Das Ganze gab es noch nie in irgendeinem FIFA-Teil, aber in FIFA 18 soll es so sein, dass man für Inaktivität bestraft wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Game den Controller weglegst oder so, dann wirst du dafür bestraft. Das heißt, du wirst aus dem Spiel herausgeworfen und verlierst das Spiel dann direkt. Und das ist natürlich gut für einen selber, wenn man zum Beispiel irgendwie 5-0 führt oder so zur Halbzeit. Der Gegner sagt dann, nope, ich gehe nicht aus dem Spiel raus, ich lege nur den Controller weg, um eben den Gegner halt abzufacken. Das machen ja ganz, ganz viele, dass sie einfach den Controller weglegen und dann sozusagen AFK sind. Und dafür wird man eben bestraft. Und das heißt eben auch für einen selber ist das gut, wenn der Gegner halt zurückliegt und dann eben sagt, yo, ich lege den Controller jetzt weg. Dann ist es für euch gut, denn dann wird der rausgeworfen aus dem Spiel und ihr müsst eben nicht so lange warten, bis das Spiel vorbei ist. Finde ich extrem cool, die Erneuerung. Und dazu habe ich auf jeden Fall auch noch ein Video vom Gustav für euch in die Beschreibung gepackt. Frightline FIFA, gerne mal abchecken. Ist auf jeden Fall in der Beschreibung drinnen. Ja, das Ganze wird in FIFA 18 auf jeden Fall so am Start sein. Ja genau, Freunde, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, das habe ich jetzt gerade fast vergessen. Man wird auch bestraft dafür, wenn man zu viele Eigentore macht. Das kennt ihr sicher auch. Ihr spielt auch irgendwie ziemlich gut gegen einen Gegner, führt irgendwie 3-0. Und der Gegner schießt auf einmal irgendwie 5 Eigentore. Das machen ganz, ganz viele Gegner, damit du selber einfach nicht mehr richtig spielen kannst, damit die Zeit langsam vergeht und so. Das machen die Gegner einfach nur, um dich abzufacken. Und das wird aber jetzt auch bestraft und dafür wird man auf jeden Fall auch aus dem Spiel rausgeworfen, wenn man so etwas macht. So, Freunde, zweites Thema und hierbei geht es um die FIFA 18 Closed Beta Version. Und zwar haben mich ganz, ganz viele gefragt, wie man da reinkommt, ob man da überhaupt noch reinkommt und ja, ob das irgendwie funktioniert, wenn man das Land ändert. Das habe ich einmal gelesen und das hatte sehr, sehr viele Likes, das Kommentar. Und zwar ist da eben irgendwie so gewesen, ja David, wenn ich jetzt einfach das Land ändere von eben Deutschland oder Österreich zu Großbritannien oder zu USA, ob ich dann die Beta spielen kann. Und nein, Freunde, das könnt ihr nicht. Die Beta ist nicht die Demo-Version. Ihr verwechselt, glaube ich, teilweise die Beta mit der Demo. Die Beta ist sozusagen da, um FIFA 18 noch zu verbessern. Einige Leute, ich glaube so 5000 oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr, bekommen die Closed Beta zur Verfügung gestellt. Diese Leute sollen dann EA sozusagen ein Feedback geben. Ja, wie ist das Spiel bis jetzt, was kann man noch verbessern? Und dadurch wird dann das richtige FIFA 18 noch ein bisschen besser. Das heißt, das ist so eine Vorversion, um eben zu schauen, wie gut ist das Spiel bis jetzt, um da ein bisschen Erfahrungsberichte reinzubekommen. Und ja, Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall auch für euch ein Video in der Beschreibung drinnen. Und zwar ist das auch vom CBT, auch ein guter Kollege von mir. Und zwar hat er euch dort erklärt, beziehungsweise erklärt er euch dort, wie ihr für FIFA 19 euch so vorbereiten könnt, dass ihr da vielleicht eben in die Beta reinkommt. Und zwar kann man ja zum Beispiel bei der PS4 eben das Land ändern zu Großbritannien oder zu USA. Dann musst du dich natürlich einloggen und beziehungsweise, ja, er hat das eigentlich eh alles erklärt in dem Video. Deswegen schaut euch das Ganze einfach mal an, falls ihr in FIFA 19 dann bei der Beta dabei sein wollt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem immer gering, aber durch das Video findet ihr auf jeden Fall heraus, wie ihr da eher reinkommt, wie ihr die Beta halt eher bekommt. Und ja, Freunde, das wollte ich eigentlich sagen. Die Beta ist jetzt dann auch bald wieder vorbei. Also es ist jetzt wirklich schon zu spät. Für die FIFA 18 Beta ist es halt echt schon zu spät. Die wurde halt schon ausgesendet, kann man das so sagen. Die wurde schon sozusagen verfügbar gemacht für einige Spieler und ihr könnt da jetzt im Nachhinein nicht mehr reinkommen. Wie gesagt, schaut euch das Video an, falls ihr in FIFA 19 bei der Beta dabei sein wollt. Denn wie gesagt, ihr könnt ja statt Deutschland einfach Großbritannien eingeben und dann denkt ihr, oh, da ist aus Großbritannien, den können wir auf jeden Fall auch anfragen. Ich denke mal, ihr habt das jetzt verstanden, Leute. Also auf jeden Fall, das Ganze ist ein bisschen tricky, aber schaut euch einfach mal das Video an, dann wisst ihr, wie ihr in FIFA 19 dann in die Beta reinkommen könnt. Wir gehen rein ins dritte Thema und zwar geht es hierbei um The Journey. Und hier
Ja, ist eine Erneuerung auf jeden Fall dabei. Und zwar konnte man ja letztes Jahr Alex Hunter als Kind kurz spielen. Und zwar eben beim Elfmeterschießen. Da hast du ja einen Elfmeter irgendwie schießen können. Es war dann im Endeffekt, glaube ich, eh egal, ob du den reinmachst oder nicht. Aber auf jeden Fall konntest du einen Elfer schießen mit Alex Hunter. Und in FIFA 18 wird es wahrscheinlich so sein, dass du ein ganzes Spiel mit Alex Hunter spielen kannst. Also du spielst wirklich ein ganzes Spiel mit Kindern in FIFA. Das finde ich extrem interessant und auch irgendwie extrem nice, weil das halt einfach ja, ein ganz anderes Feeling sein muss, wenn du einfach mit Jugendlichen spielst, beziehungsweise halt mit Nachwuchsspielern. Das ist schon, glaube ich, ein ganz anderes Feeling, wenn man das dann selber eben spielt, wenn man die Spieler dann eben steuert und so. Da bin ich echt gespannt, wie die das umsetzen, ob die Spieler dann extrem langsam sind oder ob die vielleicht doch gleich schnell sind und so, wie die das Ganze einfach handhaben. Das würde mich echt mal interessieren. Das Ganze kann ich euch leider nicht einblenden, ich kann es euch nur verlinken, und zwar ist das nämlich auch aus der Beta-Version. Deswegen habe ich da ein bisschen Schiss, dass ich da gestrikt werde. Das heißt, das ist auch in der Beschreibung drinnen. Und ja, ein ganzes Spiel mit Alex Hunter wird es in FIFA 18 geben, als Kind sozusagen, und das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. So, viertes Thema, und hierbei geht es nur ganz kurz um etwas, was EA auf Twitter veröffentlicht hat, und zwar werden die Spieler vor einem Spiel so herauslaufen, wie ihr das vielleicht aus der WM oder EM kennt, also jetzt im echten Leben. Da werden die Spieler dann auch eben so herauslaufen und sich dann zum Beispiel irgendwie so hinstellen oder so. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Das Ganze wird aber nicht in Real Life sein, also die Spieler sind nicht die Real Life Spieler. Das heißt, wenn der Ronaldo da jetzt so rauskommt und so macht, ist das nicht der echte Ronaldo, sondern das ist wirklich dann auch ein animierter Ronaldo, okay? Das finde ich extrem interessant, finde ich eigentlich auch gut. Das Ganze macht es dann einfach ein bisschen knackiger, wenn vor dem Spieler coole Animationen dabei sind. Und ja, das Ganze ist auf jeden Fall auch in FIFA 18 jetzt am Start. Wir sind jetzt hier schon beim fünften Thema angelangt, und das ist etwas zum Karrieremodus. Und da kann ich gleich mal sagen, Leute, der Karrieremodus wurde in FIFA 18 sehr, sehr heftig verbessert. Das hat EA noch nicht wirklich öffentlich bekannt gegeben, aber eben durch die ganzen Beta-Versionen sind halt Bilder geleakt worden und Videos geleakt worden, und da wurde echt viel verändert. Aber das kann ich eben alles auch noch nicht ganz so wirklich gut zeigen, da ich eben gestrikt werde, wenn ich Beta-Material in einem Video zeige. Aber hier habe ich auf jeden Fall ein Bild am Start, und das, denke ich, kann ich schon zeigen. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Und zwar heißt das Ganze Squad Hub. Und da ist das sozusagen eine Zusammenfassung, eine Komprimierung, würde ich jetzt fast sagen, von einigen Dingen, die es im Karrieremodus gibt. Da wird zusammengefasst der Teambericht, die Nummern, die Verträge und Transfers. Ja, das ist so ein kleiner neuer Bereich, ein neuer, ein neuer Punkt in der Karriere, wo du das Ganze eben dann schneller handhaben kannst. Da musst du nicht immer zu den einzelnen Punkten eben hin, sondern da ist es sozusagen zusammengefasst, und das Ganze heißt Squad Hub, und das ist auf jeden Fall in FIFA 18 mit am Start. So, Freunde, sechstes Thema, und hierbei geht es um FIFA Ultimate Team, und da wurde auch was geändert. Und zwar, wenn du auf einen Spieler raufgehst in FIFA 18, dann siehst du nicht nur die normalen Stats, also nicht Tempo, Schießen, Dribbling und so, sondern du siehst die genauen Attribute des Spielers. Also du erkennst wirklich jeden Wert, der auch zum Beispiel eben im Karrieremodus oder im Anstoßmodus zu sehen ist, wenn man da auf den Spieler näher draufklickt. Das finde ich extrem cool, denn dann muss man nicht immer reinschauen in-game oder so. Das hat man ja früher immer gemacht, dass man in ein Spiel reingegangen ist, auf Pause gedrückt hat und dann auf den Spieler gegangen ist, um zu schauen, was er zum Beispiel für eine Beschleunigung hat. Ja? Sowas kannst du jetzt eben auch direkt in Ultimate Team sehen. Wenn du im Menü auf einen Spieler drauf gehst, kannst du das verfügbar machen, kannst du dir das anschauen. Finde ich sehr, sehr cool, falls man eben, wie gesagt, genauere Details zu dem Spieler wissen will. Falls man zum Beispiel ein FIFA-Spieler ist, der extrem drauf steht, wenn Spieler extreme Beschleunigung haben, dann kannst du da eben mehr drauf schauen. Denn das Tempo, das auf der Karte zu sehen ist, das ist ja nur Sprint-Tempo und Beschleunigung zusammengefasst. Wenn der Spieler zum Beispiel jetzt eine extrem hohe Beschleunigung hat und ein extrem niedriges Sprinttempo, was eigentlich eher selten der Fall ist, dann wird das sozusagen zusammengefasst und ist dann der Mittelwert. Wenn du eben wissen willst, okay, wie viel Beschleunigung hat jetzt der Spieler, konntest du das bis jetzt nicht nachschauen, aber durch diese neue Option ist das Ganze jetzt eben möglich, und du kannst die Attribute des Spielers wirklich genauer nachschauen. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich eine coole Erneuerung. So, siebtes Thema, Freunde. Und zwar gibt es ein neues Gameplay, beziehungsweise einfach ein neues Werbevideo, würde ich fast sagen, von EA zur La Liga. Das Ganze wurde auch auf Twitter veröffentlicht. Da wird dann auch nochmal so gesagt, ja, die Spieler verhalten sich halt wirklich so, wie sie sich in echt verhalten. Das soll ja angeblich so sein, dass ein Ronaldo wirklich so läuft wie ein Ronaldo und ein Griezmann auch wirklich so läuft und sich so bewegt wie ein echter Griezmann es halt tun würde. Ob das dann wirklich im Endeffekt so ist,
bleibt offen, dass Ronaldo sich natürlich so bewegt, wie er sich in echt auch bewegt, ist klar, weil der halt für diese ganzen Sachen herangenommen wurde. Der hat ja auch diese ganzen Dingseln da, diese elektronischen Dinger da dran gehabt. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. Und das heißt, Ronaldo wird sicher so laufen, wie er in echt auch läuft. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die das wirklich bei jedem La Liga-Spieler gemacht haben. Die haben nämlich, glaube ich, einen neuen Vertrag bekommen mit der La Liga. Deswegen können die das jetzt eben auch so sagen. Wie gesagt, ob sie es wirklich machen, weiß ich nicht. Das können sie halt auch einfach nur sagen. Ja, der Keylor Navas, der springt und hechtet genauso wie in echt. Ob er es jetzt wirklich tut oder nicht, kannst du eigentlich auch nicht wirklich bestätigen. Und das auf jeden Fall auch nochmal hier ein neues Video zu FIFA 18. So Freunde, wir sind jetzt hier beim letzten Thema angelangt und das ist ein FIFA 18 Kalender. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon, und zwar ist das so eine Website, da sind einige Termine rot und einige Termine grün. Wenn ein Termin rot ist, dann heißt das, der ist noch nicht offiziell bestätigt. Wenn ein Termin grün ist, dann heißt das, der ist schon bestätigt. Aber auf jeden Fall kann man hier schon mal ungefähr sehen, wie das FIFA 18 Jahr aussehen wird. Das finde ich sehr, sehr cool, denn wenn man zum Beispiel wissen will, okay, wann war denn eigentlich das Team of the Year letztes Jahr, dann findest du das hier ganz, ganz schnell. Finde ich sehr, sehr geil, wie gesagt. Und da steht auch, dass am 13. bzw. am 12.9., also 12. September, dass die FIFA 18 Demo rauskommen wird. Dazu werde ich dann aber auch nochmal ein genaueres Video machen, wahrscheinlich, wenn da eben was Offizielles bekannt gegeben wurde. Im Normalfall ist das immer 2 Wochen vor Release, also 14 Tage vor Release. Allerdings weiß man jetzt nicht, okay, ist damit jetzt der 29.09. gemeint? Das ist ja sozusagen der offizielle, das offizielle Ausgabedatum von FIFA 18, oder ist der 26.09. gemeint? Denn da können die Leute, die Icon Edition oder die Ronaldo Edition sich gekauft haben, die können schon am 26.09. spielen. Das heißt, ja, man weiß es nicht. Ich denke eher sozusagen, dass das Ganze am 12. schon rauskommen wird. Aber der FIFA 18 Kalender ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung drinnen. Sowas finde ich extrem cool und sehr, sehr ja, hilfreich, wenn man irgendetwas wissen will, wann irgendwas eben dann in FIFA 18 sozusagen rauskommt. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt unbedingt den Merch in der Beschreibung ab. Der ist echt sehr, sehr gut angekommen bei euch. Vielen, vielen Dank für euer cooles Feedback. Hat mich echt sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.